So, damit herzlich willkommen zurück zu Black Sails. Und Leute, ganz ehrlich, wer soll denn auf sowas kommen? Ich habe jetzt tagelang herumprobiert und letztendlich haben wir das hier. Wir haben den Bohrer. Wir haben das Türschloss. Wer kommt denn darauf, dass man mit einem Schädelbohrer... Ich habe das Schloss aufgebohrt. Wie kommt man darauf, mit einem Schädelbohrer ein Schloss zu knacken? Jetzt können wir rein. Oh mein Gott. Okay, was haben wir hier? Ein Buch. Ein medizinisches Tagebuch. Die letzten Einträge berichten von einem Matrosen, der die Hand gequetscht hatte. Außerdem wird ein Subjekt A erwähnt. Subjekt A springt auf die Behandlung nicht an. Ich werde trotzdem die Dosis erhöhen. Okay. Offene Kiste? Da sind vermoderte Laken und Kittel drin. Der Bettwärmer sieht wie ein kleiner Ofen aus. In diese alte Emailleschüssel tropft ab und zu Wasser. Man kann das rostende Metall an zahlreichen Stellen sehen, an denen die Emailleschicht abgesprungen ist. Eine Bibel. Sie ist aufgeschlagen und eine Stelle angestrichen. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Also den Krieg. Lex könnte sich hier reinlegen, aber der Sturkopf sitzt lieber. Tja, was willst du machen? So. Zahlreiche alte, verkrustete Verbände liegen herum. Hat dieser Doktor versucht, den Menschen zu helfen oder ihnen zu schaden? Verehrter Dr. Juarez, nochmals möchte ich mich für Ihre Hilfe bedanken. Boy, geht es schon besser. Natürlich hoffe ich, dass es nicht zu weiteren Zwischenfällen kommt. Und Volkert hat hoffentlich seine Lektion gelernt. Aber sicherheitshalber habe ich unseren Morphiumvorrat in dem Raum neben der Messe eingelagert, damit wir im Ernstfall schnellen Zugriff darauf haben. Captain Marquez. Okay. So, weiter geht's. Was haben wir hier noch? Ein anatomisch korrektes Abbild eines Skeletts. Diese Zierlampe ist viel zu unhandlich. Außerdem ist es ja bereits hell im Schiff. Ist da nichts drin, oder was? Der Spiegel ist zersprungen, aber noch hält das Glas zusammen. Arzttasche. Nice. Davon kann ich sicher etwas gebrauchen. Mit Sicherheit. Da ist der Lüftungsschacht. Okay, hier haben wir noch eine Schublade. Eine Passage aus Moby Dick. Viele Stunden lag ich wach und fühlte mich übel. Sogar schlechter noch als während der schlimmen Geschehnisse, die mich später ereilen sollten. Schließlich fiel ich wohl in einen unruhigen Schlaf, einen Albtraum. Als ich daraus erwachte, noch halb im Traume, öffnete ich meine Augen und der vormals sonnendurchflutete Raum war von gänzlicher Dunkelheit ergriffen. Ledergürtel. Aus Leder kann man viele Dinge herstellen. Auf jeden Fall, aber ich denke da eher an diesen Riemen, den wir brauchen. Also langsam kommt eins zum anderen hier, ne? Bilder von menschlichen Organen. Bilder von menschlichen Organen. Flasche. Sie ist beschriftet. Äther von Kindern fernhalten. Die Flasche ist offen. Das Gas hat sich längst verflüchtigt. Okay, dann glaub... Was ist das? Ja, dann glaube ich, haben wir alles erstmal hier, ne? Ich glaube, mehr war hier nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, cool. Haben wir das auch. Okay, ja. Mehr haben wir nicht.
Oh, hier, wer ist das? Bild? Irgendetwas stimmt mit dem Bild nicht. Es sieht aus, als würde sich etwas durch das Bild drücken. Irgendetwas stimmt mit dem Bild nicht. Es sieht aus, als würde sich etwas durch das Bild drücken. Ja, aber was? Naja. Ja, aber cool. Jetzt kommen wir ja erstmal wieder zurück zu Lex. Und können dann quasi... Ah, nee, warte mal. Da hinten geht's lang. Dann da. Und dann hier. Richtig? Quatsch, hier lang. So. Zur Kapitänskajüte. Okay. Lex? Ui, wo ist er denn hin? Lex! Was machst du da hinten? Solltest du nicht besser liegen? Mir ist das hier alles nicht geheuer. Also wollte ich das Logbuch lesen. Aber ich war nicht besonders erfolgreich. Was meinst du damit? Ich glaube, der letzte Eintrag war vor ein paar Wochen. Aber ich bin nicht sicher, denn das Deckblatt mit der Jahreszahl fehlt. Und außerdem verschwimmt alles vor meinen Augen. Als würde sich das Buch weigern, von mir gelesen zu werden. Jetzt hör aber auf. Dein Verstand spielt dir Streiche. Der hintere Teil ist zudem in Portugiesisch geschrieben. Aber ich sehe kaum noch was und in meinem Kopf hämmert es wie die Hölle. Ich denke, ich brauche ein Schmerzmittel. Und dann kann ich uns helfen und versuchen, den hinteren Teil zu lesen. Aber... Und? Hast du schon was gefunden? Wie, nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Bitte, du musst die Sachen finden. Mir ist schon ganz schwindelig. Aber wir können doch mit Lex... Warte mal. Ich sollte erst mal nachschauen, was in der Tasche überhaupt drin ist. Ach so. Da ist ein Verband, eine Nadel und ein dünner Faden in der Tasche. Ah. Verbandszeug. Und? Hast du schon was gefunden? Ja. Ich habe auch noch einen Verband gefunden. Na bitte. Damit kann ich die Verletzung richtig behandeln. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ich fühle mich nicht gut. Ziemlich schwach. Vielleicht war es ein Fehler von uns, hier an Bord zu gehen. Wovon sprichst du? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl auf diesem Schiff. Als würde es uns nicht hier haben wollen. Warte. Ich habe noch etwas für dich. Das ist meine Tasche. Woher? Du hast sie gestohlen? Sie ist mir in die Hand gefallen, als wir im Wasser waren. Es tut mir leid. Ach, das ist nicht so schlimm. Danke, dass du sie mir zurückgibst. Ah, okay. Dann lass uns doch mal gucken. Wir gehen nochmal in den Korridor jetzt. Warte mal, Nadel und Faden hätte ich ihn dann... Das können wir nachher nochmal gucken. So, warte mal. Jetzt möchte ich gerne nochmal da rein. So. Nadel und Faden... Nee, wir gehen jetzt mal zur Messe. Wir gehen erstmal zur Messe und dann gucke ich mal, ob Messe, ob wir den Gürtel als Riemen nehmen können. Mit Sicherheit, oder? Das ist doch mal, mit Sicherheit ist das das Richtige. Hier, komm, runter. Sieht aus wie ein Krankenzimmer. Vielleicht finde ich da drin Medizin für Lex. Aber die Kisten versperren den Weg. Ich muss sie irgendwie entfernen. Ja, ich weiß. So, warte mal, Digga. Also, Gürtel. Ledergürtel. Was habe ich denn in der Handtasche drin eigentlich? Es ist nicht viel, aber immerhin habe ich einen Teil meiner Habseligkeiten wieder. Eine Schere, Notizen. Bild im spiegelnden Rahmen. Das ist das einzige Bild meiner richtigen Eltern, das ich besitze. Ah. Unglaublich, wie sehr der Bilderrahmen spiegelt. Okay. Ich hab doch einen Gürtel gefunden. Wo ist denn... Ach, da.
Der Riemen überträgt die Kraft auf die andere Walze. Geil. Ich fürchte, ich brauche noch einen zweiten Riemen. Nur einen zweiten Riemen. Kann ich mit das Lederstück... Warte mal, mit der Schere? Das Lederstück... Ich schneide das Leder zurecht. Haha, Lederbänder. Ich nähe es zusammen. Geil. Jetzt habe ich einen Riemen. Beide Riemen sind befestigt. Fette Sache. Ich sollte gleich ausprobieren, ob es nun funktioniert. Ja, gucken wir mal. Notizen. Da sind einige Notizen von mir drin, die ich in einen Zeitungsartikel einarbeiten wollte. Okay. Es sind jetzt beide Riemen befestigt. Der Kran sollte sich wieder steuern lassen. Nice. Okay, dann let's go. Dann lass uns mal nach oben. So. Seil hochziehen. Der Haken, mit dem das Rettungsboot am Kran hing, hat sich in einer Luke verfangen. Der Kran könnte aber sicher auch ohne den Haken noch nützlich sein. Kran nach rechts. Warte mal, der ist doch in diesen Schacht gefallen, ne? Warte mal. Warte mal. Komm mal hier runter. Komm mal her. Der ist doch in diesem... Ist das nicht der Wartungsschacht gewesen? Das war doch der Wartungsschacht, oder nicht? Wo das Ding reingeflossen ist da. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Okay, warte mal. Dann machen wir was anderes. Wir probieren was anderes. Das sah aus, als ob das da reingefallen wäre, weißt du? Sind doch die Kisten, die runtergefallen sind von dieser roten Tür, ne? Wenn ich das jetzt nach unten mache. Geil. Das ist nice. Okay, jetzt können wir ja quasi hier nochmal runter. Und dann können wir doch das mit Sicherheit... Alter, wenn es einmal läuft, dann läuft's, ne? Oh. Der Kran ist an der richtigen Position, um die Ladung zu heben. Nur ist das Seil nicht lang genug. Ja, und nun? Bis hoch zum Kran führt dieses armdicke Tau. Die herabgestürzte Ladung blockiert den Zugang zu zwei Türen. Um in die Räume dahinter zu gelangen, muss ich irgendwie die Ladung aus dem Weg räumen. Die Kette. Kann ich die Kette benutzen? Kisten, Säcke, Fässer. Die Kette könnte sicher hilfreich sein, um die Ladung zu entfernen. Aber sie direkt hier anzubringen, geht nicht. Okay, warte mal. Kann ich die vielleicht... Hä?
Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Tja. Wie kann ich das Ganze jetzt verbinden? Das ist die Frage. Aber was ist, wenn ich, also wenn jetzt, das war doch in der Nähe vom, warte mal, das war doch in der Nähe vom Komisch. Nein. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Die Rohre leiten das abgepumpte Wasser ab. Ja. Das war doch in der, an der Höhe des Wartungsschachtes, oder? Wenn ich jetzt zum Wartungsschacht gehe, müsste das jetzt aber das Seil drin sein, ne? Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Und die Kette passt nirgendwo hin, mit Sicherheit aber ans Seil. Ha! Nun ist das Seil lang genug, um den Boden zu erreichen. Wie geil. Alter, ich sag ja, wenn's läuft, dann läuft's. So, einmal wieder zurück. Jetzt können wir mit Sicherheit auch die Kisten wegmachen. Let's go. Perfekt, das Seil ist jetzt lang genug. Kann ich jetzt damit auch... hallo? Oh nee, ne? Ja, danke, nicht buggy werden hier. So. Die Kette ist jetzt mit der Ladung verbunden. So kann ich die Ladung heben. Cool. Dann mal los. So, dann einmal wieder zur Treppe. Nach rechts. Seil hochziehen. Wie geil ist das denn? Ich liebe es, wenn irgendwas funktioniert. Okay, dann also wieder zurück. Und wieder zum Messe. Und jetzt mal eine verzogene Tür erstmal hin. Alter! Oh mein Gott! Der Schrei kam aus dem Raum hinter dieser Tür. Was für ein seltsames Leuchten. Ich fühle mich so schwach. Ah, die Wirkung des Mittels lässt nach. Kannst du mich hören? Wer ist das? Wo bin ich? Sprich, wenn du gefragt wirst, Kleine. Du bist auf hoher See, kein Land weit und breit. Meine Eltern. Ich. Wo? Du fragst als erstes nach deinen Eltern? Das ist schon fast überraschend. Wer sind Sie? Wo bin ich? Ich bin Dr. Eduardo Juarez. Nenn mich einfach Doktor. Ich bin schon gespannt darauf zu sehen, wie es in deinem Kopf aussieht. Was? Lassen Sie mich in Frieden. Ich will wieder nach Hause. Das geht nicht. Du wirst nie wieder nach Hause können. Lassen Sie mich in Ruhe. Bitte. Das kann ich nicht tun. Warum? Wer sind Sie? Ich sehe später wieder nach dir. Wir beide werden noch eine lange, lange Zeit miteinander verbringen. Ach du Scheiße. Hallo, Kleine. Ich wollte dich mal mit eigenen Augen sehen. Mein Name ist Cesar. Und du heißt Fiona? Was für ein lieblicher Name. Und du bist wirklich wunderschön. Du hast wunderschönes Haar. Ich komme später wieder, wenn meine Schicht zu Ende ist. Dann werde ich wieder nach dir sehen.
Schnell! Hier hinter der Wand. Ich kann dich nicht sehen. Wo bist du? Und wer? Kennst du denn meine Stimme nicht mehr? Ich bin es, Ruben. Ruben? Hast du mich etwa vergessen, Schwester? Du bist also mein Bruder. Was haben sie dir nur angetan, Fiona? Ich weiß nicht. Glaub den Erwachsenen kein Wort. Sie wollen dir nicht helfen. Keiner an Bord will das. Das ist ein Schmugglerschiff. Mit seinen schwarzen Segeln fährt es über das Meer. Und es hat gefangene Kinder an Bord. Aber der Doktor... Er nennt sich Doktor, aber er will dich nicht heilen. Du wirst verkauft werden. Oder er wird Sachen an dir ausprobieren. Schreckliche Sachen. Das kann doch nicht sein. Hör mir zu. Er hat dich entführt. Und er hat dir etwas eingeflößt, das dich schlafen ließ. Ich bin im Raum hinter dieser Wand. Inzwischen habe ich viele Dinge erfahren. Sie reden viel. Und ich kann dir helfen zu fliehen. Was soll ich nur tun? Du musst tun, was ich dir sage. Dann kann ich dir helfen. Aber nur dann. Wie willst du mir helfen? Ich habe so große Angst. Beruhige dich. Vertrau mir. Du musst genau das tun, was ich dir sage. Ich kann dir den Weg zeigen. Ja, ich versuche es. Sehr gut. Also, als erstes musst du einen Weg aus diesem Gefängnis finden. Erkunde alles. Irgendwie kannst du dich sicher befreien. Du bist klug. Du kannst es schaffen. Alter, nice. Jetzt spielen wir die kleine Fiona. Okay, aber das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.